Eines der größten Bauprojekte der letzten Jahre in Kindberg ist abgeschlossen. Nach 3 Jahren wurde die neue Mittelschule mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Das Projekt wurde in der vorgegebenen Bauzeit und mit den vorkalkulierten Geldmitteln in der Höhe von 5,4 Millionen Euro fertiggestellt. Und es wurde ein wahres Schmuckstück. Es ist auf jeden Fall ein Schmuckstück geworden und es ist auch so gebaut, dass es energiesparend ist. Es ist so gebaut, dass man gut Luft bekommt. Das heißt, es hat eine Lüftungsanlage, die in alle Klassenzimmer geht. Somit haben die Lehrer und die Schüler natürlich die beste Qualität. Vor allem jetzt, wenn es dann warm wird, so gegen Sommer hin. Nicht? Da haben wir immer das Problem gehabt, das Klassenzimmer heiß, dann haben wir zu wenig Sauerstoff. Das ist auch erledigt und wesentlich natürlich auch, dass man auf die neuen Schulgewohnheiten eingegangen ist. Das heißt WLAN, Internet, aber auch ein neuer Physiksaal, der ganz wichtig ist für unsere Stadt. Warum? Wir haben die FÖS, das größte Arbeitgeber, und wir haben auch geschaut, dass man in die Richtung etwas macht. Und wir haben den modernsten Physiksaal des ganzen Mürztals und da sind wir auch sehr stolz drauf. Ein Schmuckstück, und ich denke mir, ich bin ja sicher, dass alle Kinder wahnsinnig gerne in die Schule gehen. Und sie schon wirklich jetzt traurig sind, dass die Ferien bald kommen. Aber ich glaube, dass man einfach in so einem schönen, tollen Ambiente noch lieber geht. Und für die Lehrerinnen und Lehrer ist es natürlich ganz großartig, wenn sie auch ein Umfeld haben, in dem sie vielleicht noch lieber unterrichten können. Die neu umgebaute Schule wurde um eine Ganztagsschule erweitert und ist barrierefrei. Neben den modernisierten Brandschutzeinrichtungen gibt es auch eine hervorragende Lüftungsanlage in allen Klassen. Die beiden Direktoren Klaus Koletnik und Magister Karl Bichler betonten in ihren Ansprachen, wie wichtig es für eine Schule ist, auf dem neuesten Stand zu sein. Und dazu gehört einmal das optimale Schulgebäude und dessen Inneneinrichtung. Ich war jetzt drinnen, habe mir die Räumlichkeiten angeschaut. Wunderschöne Architektur insgesamt. Eine bunte Landschaft, Schullandschaft, hätte ich gesagt. Da können sich Schülerinnen und Schüler nur wohlfühlen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all jenen, die da mit investiert haben. Zum einen die Gemeinde, das Land, die Rahmenbedingungen schaffen, dass Unterricht gelingen kann mit den Kindern. Und trotzdem tragen dort die Hauptverantwortung in den Schulen, die Hauptverantwortung die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn sie mit Begeisterung an der Sache sind, die Kinder so annehmen, wie sie sind, mit den Herkünften und Begeisterung wecken können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Kindberg ist auf dem richtigen Weg. Eine besondere Freude war es, als der international bekannte Künstler Günther Sander sich bereit erklärte, für die neue Mittelschule in Kindberg ein Bild zu malen, welches er der Schule schenkte. Es kam mir insofern entgegen, da in meinen Bildern sehr viel aus der griechischen Mythologie immer ist. Und jetzt habe ich mal aus den Griechen die alten Denker, die Physik. Und hier ist ja auch ein großer Raum dieser neuen Schule mit Physik gefüllt. Von Pythagoras über Newton zu Einstein, die Thematik in diesem großen Bild. Jetzt weiß man ja, dass man Günther Sander und die Stadt Kindberg sehr stark vom Künstlerischen her verbindet. Ist das jetzt so etwas wie eine, naja, ich würde nicht sagen Retourkutsche, aber eine Anerkennung an die Stadt Kindberg, so ein Bild für eine tolle Schule, die neu gestaltet wurde? Das ist genau die Retourkutsche, kann man sagen, im positiven Sinn. Weil die Heimatbeziehung ist ja immer da geblieben auch. Und es ist für mich wirklich eine ganz große Ehre, sich ein bisschen hier nach dem Rathausauftrag und andere Dinge, wo aufgekauft und angekauft wurden, hier diesen großen Platz zu bekommen. Mit viel Musik und einem Tag der offenen Tür, wo alle Besucher die Neuerungen der Schule begutachten konnten, wurde die Neugestaltung der Schule gebührend gefeiert. Und so soll es auch in Zukunft sein, dass die Schülerinnen und Schüler wieder ganz gerne in die Schule gehen. War dies auch bei den Prominenten so? Wir sind jetzt so in dieser Schulstufe bis 14, bis 14, 15, da ist es noch gegangen. Dann sind die Interessen ein bisschen anders geworden und bis zur Matura hat sich dann ein bisschen was verschoben. Und ich kann mich erinnern, dass meine Fehlstunden in der 8. Klasse nicht so knapp waren. Aber es ist alles gut gegangen. Jedenfalls ein Bravo. Ein Schmuckstück für die Stadt Kindberg und die Schülerinnen und Schüler der neuen Mittelschule.